Marko Arnautović könnte am Samstag beim 1:0-Derby-Sieg gegen Arsenal seine Abschiedsvorstellung im Dress von West Ham United gegeben haben. Man wird sehen, was in den nächsten Tagen mit Marco passiert, sagte Coach Manuel Pellegrini nach der Partie. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler hat ein Angebot aus China vorliegen. Laut Arnautovics Bruder und Manager Daniel will der Stürmer das finanziell enorm lukrative Abenteuer wagen, auch um wieder um Titel spielen zu können. Es ist ein Problem, dass der Club schauen muss, was das Beste für den Club, den Spieler und jeden ist. Ich hoffe, dass die beste Entscheidung für alle getroffen wird, verlautete Pellegrini. Solche Situationen sind für den 65-Jährigen nichts Neues. Ich bin seit 30 Jahren Trainer, habe solche Situationen schon oft erlebt. Wir werden ruhig bleiben, weil nichts zu 100% sicher ist. Wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt, erläuterte der Chilene. Körpersprache von Arnautović als Anzeichen für Wechsel für einen Abgang könnte sprechen, dass der ÖFB-Star am Samstag von seinen beiden Töchtern aufs Spielfeld begleitet wurde. Bei seinem Austausch in der 71. Minute verabschiedete er sich mit Klatschen und Winken von den Fans, seine Körpersprache deutete eher auf Abschied hin. Das nächste Heimspiel der Hammers findet erst am 4. Februar statt. Davor tritt West Ham am 19. Jänner gegen Bournemouth, am 26. Jänner gegen Wimbledon, FA Cup und am 29. Jänner gegen Wolverhampton jeweils auswärts an. Jelavic, Okotie, Allen und Co. Erst Österreich, dann China. Marko Arnautović möchte West Ham United in Richtung China verlassen. Dem ÖFB-Star liegt ein hochdotiertes Angebot von Shanghai SIPG vor. Box zeigt, welche Spieler mit Österreich-Bezug schon den Sprung nach China wagten. Jonathan Soriano, der Stürmer, erzielte in 202 Einsätzen für Salzburg satte 172 Tore und bereitete 72 weitere vor. Nach 5 Meistertiteln mit den Bullen wechselte er im Winter 2017 zu Beijing Sinobuguan. Auch dort trumpfte der Spanier auf und traf in 36 Spielen 31 Mal. Seit Jahresbeginn steht der 33-Jährige bei Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag. Allen, der Brasilianer, verließ die Bullen bereits 2015, nachdem er 3 Meisterschaften mit Salzburg erringen konnte. Bei Guangzhou Evergrande ist er Allen unumstrittener Stammspieler. Kein Wunder, traf er doch in 101 Einsätzen 58 Mal. Roger Schmidt, der dritte Bulle im Bunde, ist Trainer Roger Schmidt. Nach dem Aus in Leverkusen heuerte er bei Soriano Club Beijing Sinobuguan an. Der 51-Jährige wurde vergangene Saison Pokalsieger in China. Er hat noch Vertrag bis Ende 2019. Nikita Jelavic, auch den ehemaligen Rapid-Stürmer, hat es nach Zwischenstationen bei den Glasgow Rangers und England Everton, Hull, West Ham, nach China verschlagen. Im Winter 2016 wechselte der 33-jährige Kroate für rund 1 Million Euro zu Beijing Renhe. Jelavic scheint es in China zu gefallen, er spielt inzwischen bei Gesu Hengfang und hat dort Vertrag bis Ende 2020. Ruben Okotie, der Ex-Austria- und Sturmspieler, entschied sich nach einer starken Saison bei 1860 München im Sommer 2016 zu einem Wechsel nach China. Beim Zweitligisten Beijing Enterprises kam er aufgrund von Verletzungen allerdings nie richtig in Fahrt und wechselte bereits im Winter 2018 zurück nach Europa ins belgische Beret. Nikola Vujadinovic, von 2012 bis 2014 stand der Montenegriner insgesamt 78 Mal für den SK Sturm auf dem Platz, ehe es über Osasuna in Spanien nach China ging.
Bei Beijing Enterprises absolvierte der 32-jährige Innenverteidiger in 1,5 Saisonen 36 Spiele, ehe es zurück zu Osasuna und von dort weiter nach Polen zu Lech Posen ging. Xiansun, der Chinese, wechselte 2008 von Shanghai Shenhua zur Wiener Austria, wo er 27 Einsätze verzeichnete und 3 Tore erzielte. Doch nach nur einer Saison war Schluss. Der mittlerweile 36-Jährige kehrte in sein Heimatland zurück, wo er momentan bei Shanghai SIPG unter Vertrag steht. Ob mit oder ohne Arnautovic, steht in den Sternen. Der vorzeitige Austausch am Samstag war jedenfalls auch eine Vorsichtsmaßnahme des Coaches. Marco hat dieselben Schmerzen im Rücken verspürt wie zuletzt auch schon im Cup, sagte Pellegrini. Ein Abgang von Arnautovic wäre für ihn ein schwerer Schlag. Der IFB-Angreifer hält nach 16 Liga-Einsätzen bei 7 Toren und 2 Assists. Seinen 8. Pflichtspieltreffer erzielte er zuletzt im FA Cup. West Ham droht herber Verlust. Der Club selbst hatte im Vorfeld der Partie betont, dass man davon ausgehe, dass Arnautovic seinen noch bis 2022 laufenden Kontrakt erfüllen werde, der Stürmer nicht zum Verkauf stehe. Das vorliegende 35 Millionen Pfund Angebot 38,88 Millionen Euro ist also anscheinend noch zu schlecht. Es kündigt sich wohl ein Poker um die Ablösesumme an. Könnte sich auch noch lange ziehen, da das Transferfenster in China noch bis 28. Februar geöffnet ist. Arnautovic war 2017 um 27,9 Millionen Euro von Stoke City zu West Ham gewechselt. Gegen Arsenal blieb Arnautovic ohne Scorerpunkt. Für die Entscheidung sorgte sein Teamkollege Declan Rice in der 48. Minute. Der 19-Jährige schlenzte den Ball nach Vorarbeit von Samir Nasri aus 11 Metern ins rechte Eck. Für West Ham war es der erste Heimsieg gegen Arsenal seit 2006. Insgesamt war es der erste Sieg im direkten Duell nach 6 Partien mit 4 Niederlagen und 2 Remis.